Hey, willkommen zu einem neuen React to. Es gibt einen neuen Trailer von Pokémon. Es gibt zu Pokémon Diamant und Pearl Remake gibt es einen neuen Trailer. Und ja, kurz gesagt, den will ich mit euch heute mal angucken. Da will ich mit euch heute mal ein React zu machen. Und ja, da waren schon vor uns. Auf geht's. Schauen wir uns mal an. 2 Minuten geht der Trainer. Ich reagiere jetzt mal drauf. Schau mal, was ist so für News zu Team Galactic, der in den Sinnoh Remakes gibt. Auf geht's, würde ich sagen. Rein. Den Trailer. Es gibt News. Ah, hier sehe ich schon Arena-Leiter, die gezeigt werden. Sehr schön. Das ist wahrscheinlich aus früheren Trailern schon, die ich noch nicht geguckt habe. Gymleaders, ah, okay, ja. Candice? Okay, ich glaube, die hieß anders. Hat so ein bisschen das Gefühl, dass die in der deutschen Version anders hieß. Ja, was diesen Chibi-Look angeht, weiß ich immer noch nicht. Da bin ich mir noch nicht sicher, dass da mit den. Also, ich finde es so ein bisschen. Ich finde es so ein bisschen. Entweder oder. Also, entweder man hätte es ganz im Chibi-Look machen müssen, aber dann auch diese. Dann hätte man aber auch diese Dialogoption, wo man den in groß sieht, im Chibi machen müssen, oder man macht es komplett in. Groß, weil also das Argument ist, dafür ist, dass man es so halten will, wie es in Pokémon Diamant war, aber und Diamant und Pearl früher in der 4. Generation im Original. Aber das Ding ist halt, der Chibi-Look war halt früher im Original so, weil es halt auf dem DS nicht wirklich anders ging. Also du konntest halt die Leute, es war technisch noch nicht möglich, die Figuren dort durch die Landschaft laufen zu lassen in so einem großen, das hat auf dem technischen möglich vielleicht schon, aber das hat auf dem DS jetzt nicht wirklich geklappt, da große Figuren da zu stecken. Jetzt auf der Switch wäre es halt möglich gewesen, da jetzt die jetzt vernünftig proportioniert, halbwegs vernünftig proportionierte Menschen dort langlaufen zu lassen. Und ja, aber ich bin auch mit dem Chibi-Look okay, das ist da, weil. Ja, aber dann hätte man halt, also beides finde ich ein bisschen, hätte man halt sagen müssen, entweder oder. Dann zieht man es aber durch, wenn man Chibi haben will. Ja, hier halt in den Kampfsequenzen sind es da jetzt dann große Menschen. Ja, die Arenen sind bekannt. Ist halt, aber ist das nicht die, das ist die, ist das die, ist das nicht die aus Platin, die Arena. Ich komme mir, also ich meine, das war in Pokémon Diamant noch eine andere Arena. Okay, ich ja, habe auch Diamant lange nicht mehr gespielt. Ja, hier das eine, da stehen sie halt im Chibi-Look und dann im Kampf gleich. Im Groß. Voll knapp. Team Galactic ist zurück. Kennen tun was alles. Das wird wahrscheinlich, das wird ein ziemlich nah am Original klingendes Spiel. Also die werden da nicht viele Änderungen dran machen. Das ist, aber ja, also man weiß schon, wie es sein wird, aber es geht ja um den Look, das ist der Look wird ja. Das ist ja wahrscheinlich das Wichtigste. Ja, Mars, Jupiter und Saturn. Die guten alten
Zwischenvorsitzenden, die Vorstandsmitglieder, die man halt dann immer auf dem Weg. Ja, hier mit Skunk Tankies oder Skunk Apu. Ich habe so lange die vierte Generation nicht mehr gespielt. Ich kann mich noch dran in einem Kraftwerk dort in Pokémon vierte Generation. Oh, das war die erste richtige Herausforderung, wo man gemerkt hat, oh Scheiße, das Viech hier, das letzte Viech von der hier, das ist ein Kraftwerk, das wird. Das ist schon etwas schwieriger. Muss man das erstmal so wirklich ein bisschen gucken, dass man die Level der seiner Pokémon so ein bisschen aufrecht erhält, dass das den Bosskampf dann auch schafft. Oha! Zyros. Cyrus. Ja, auch der Cyrus-Kampf, der Cyrus-Kampf war jetzt nicht zu verachten. Das war nur so ein. Also Pokémon vierte Generation, wie ich mich dran erinnere, das hatte schon so seine Stellen, wo man. Also es war nie zu schwer. Obwohl Cynthia, die Pokémon, Erinnerung. Also Cynthia in der Pokémon-Liga. Aber ja, es war so, außer in der Top 4. Boah, die Top 4 war schaffbar. Die werden es jetzt wahrscheinlich für die Switch, für die neue Aufsetzung ein bisschen leichter machen. Was ich schade fände. Aber so eben gesagt, im Kraftwerk dann Cyrus, der Kampf. Das hatte schon, du musstest schon gucken, dass du deine Pokémon levelst und du, also es war nicht zu streng, war nicht zu, also es war genau richtig, wie ich finde, also nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht. Ich hoffe, sie versauen es jetzt nicht in den Remakes, dass sie das leichter, dass sie das runterpushen, dass sie dass die Kämpfe leichter machen. Ich befürchte es aber. Der Cyrus-Kampf war schon eine ordentliche Herausforderung. Ich kann mich dran erinnern, das war schon nicht übel. Da haben wir schon geblutet. Oha, und wieder die legendären Pokémon der See. November 2021. Ja, ich bin gespannt. Ich bin. Ja, ich bleib dran. Ich werde am 19. November werde ich dann auch schnell mal in die Stadt düsen, will mir dann ins Zentrum düsen, mir da mal das Spiel kaufen. Guck mal, Brillant Diamond. Guck mal, strahlender Diamant werde ich mir natürlich kaufen. Und werde das dann. Wenn, ich hoffe, es klappt, ich krieg das dann rechtzeitig, dass das dann spielen kann und wird die Parts dann rechtzeitig verarbeiten, gibt es dann am 20. November gleich schon die ersten zwei Parts, wie üblich, auf meinem Kanal. Um 14 und um 18 Uhr ein Part, 14 Uhr Part 1, 18 Uhr Part 2. Ich freue mich drauf, also wirklich, da geht ein Traum in Erfüllung, ein Stück Kindheit kommt zurück. Das ist halt wirklich. Das ist die erste Pokémon-Generation, die ich damals gespielt habe auf dem DS. Es ist ein Stück Kindheit, also ist schon großartig. Da werde ich Spaß dran haben, das zu spielen. Also, schaltet ein auf meinem Kanal, wenn es heißt Let's Play Pokémon. Strahlender Diamant, Let's Play. Ja, das war jetzt doppelt oder so, oder keine Ahnung. Sehr schön. Ich freue mich. Platinum-Style-Outfit. Okay, Early Purchase. Okay, Vorbestellungsbonus. Gift, Mana für Equia, Mystery Gift. Oh nein. Ja, mal schauen, ob sie das, da bin ich vor allem gespannt drauf, ob sie dann jetzt einen Mix draus machen, weil dann würden sie schon einiges verändern, ob es jetzt ein Mix aus Pokémon
Diamant und Pearl und Platin machen oder ob es jetzt ob's dann später noch ein Pokémon Platin Remake geben wird. Das konnte, also bei Pokémon Platin hat ja einige, hatte schon einige Unterschiede zu dem, zu den Vorgängen. Die waren halt eine Special Edition. Gut, ich würde mal sagen, da mich nach oben so die Tour gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und das nächste React nicht verpassen wollt, wann auch immer das kommen wird, oder das nächste Video nicht verpassen wollt. Es kommt wahrscheinlich heute schon um 14 Uhr, das nächste Video. Also bleibt dran, haut rein, man sieht sich, bis dann und ciao.